Guten Abend. Es freut mich wieder mal hier in Wiesbaden zu sein und vielen Dank an Patricia und Michael für diese Einladung in dieses schöne Ambiente hier. Als Michael mich gefragt hat, ob ich da etwas erzählen würde, wusste ich noch nicht genau, oder ich muss es anders sagen, wir arbeiten seit einiger Zeit an einem Buch und ich wusste noch nicht, ob das dann fertig war. So habe ich mal einen unverfänglichen Titel genommen und gedacht, ja, irgendwie passt das dann schon. In der Zwischenzeit ist dieses Buch entstanden und es gibt seit 3-4 Tagen und es heißt Kein Stil und es ist eine Geschichte über einen Gestalter, der sehr unbekannt ist. Ich komme da gleich noch drauf zurück. Ich gehe von dem ein bisschen aus. Ich erzähle nicht das Buch, sonst wären wir morgen noch da, sondern ich nehme ein paar Punkte daraus, die wiederum mit diesem Thema Swiss Style Relevanz haben. Und ich versuche, über diese verschiedenen Stationen bis nach heute zu kommen, zu sagen, was passiert dann in der Schweiz heute so mit dieser Kreativwirtschaft oder mit diesem Swiss Style, der dann zum International Style geworden ist und heute in dem Sinn nicht mehr existiert. Aber Theodor Heuss hat einmal gesagt, wer nicht weiß, wo er herkommt, weiß auch nicht, wo es hingeht. Und ich glaube, das lohnt sich, sich mit Geschichte auseinanderzusetzen. Ich kann sagen, dass wir uns jetzt hier mit einem Teil von Geschichte auseinandersetzen, das lange zurückliegt und wir vielleicht jetzt die Geschichte ein bisschen grad biegen und dass das gar nicht mehr so viel bringt, aber ich glaube eben nicht. Ich denke, es hat schon was auch Konstruktives und ist eine Auseinandersetzung mit bestimmten Situationen, aus denen wir auch heute wieder ein paar Sachen herauszupfen können. Ich werde ein bisschen herleiten, wo das alles herkommt, aber ich möchte dann eben eher auf die Punkte kommen, die wir heute als interessant anschauen könnten. Der erste Teil ist eben die Recherche, die zu diesem Buch geführt hat. Und diese Recherche oder diese Arbeit hat 9 Jahre gedauert. Und wenn ich sage wir, dann ist das Katharina Leuenberger, meine Frau. Und es gibt auch noch eine Maike Eckstein, das war meine wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Zürcher Hochschule der Künste. Und wir haben uns diesem Herrn hier angenommen. Warum wir das getan haben, hat einen hauptsächlichen Grund, dass es diese großartige Geschichte des Grafikdesign gibt von Philip Max. Eine wunderschöne Arbeit, ist ein Standardwerk, das in der ganzen Welt gezeigt wird. Und das wiederum führt diesen Herr Keller kurz an, am Anfang im Zusammenhang. Er springt gerade über den Swiss Style hinweg und geht direkt zum International Style. Der International Style ist dann eigentlich der Swiss Style, nachdem er sich in Amerika etabliert hatte. Dazu kommen wir dann später noch, diese Beziehungen und so anzuschauen. In diesem Abschnitt hier, den müssen Sie nicht lesen, steht ein Text, wo man sagt, da dieser Herr Keller, der ist eigentlich der Vater dieses Swiss Style und man kennt ein paar Plakate von ihm und das war's dann. Warum er der Vater ist und was er da beigetragen hat, das war eigentlich nicht klar. Und ein zweiter Punkt ist, das kommt dann ein bisschen später auch in diesem Text, da steht, dass diese sogenannte Schweizer Grafik, die ist vom Bauhaus inspiriert und noch ein bisschen von den russischen Konstruktivisten und so weiter, was einfach nicht stimmt. Und das möchte ich jetzt nachher Ihnen zeigen, warum und wieso und was hinter diesem Herr Keller ist und was dann aus diesem Swiss Style geworden ist. Die Kuriosität, sich mit Keller zu beschäftigen, war auch dadurch gegeben, dass man einfach gar nichts wusste. Wir waren eben vor 9 Jahren
dran und dachten, was für ein Projekt wir irgendwie aufsetzen könnten und sind zu unserem Archiv gegangen und haben gesagt, wir möchten mal wissen, was da vom Herrn Keller noch da ist. Das ist also die Zürcher Hochschule der Künste, ist die Nachfolgeinstitution der Schule für Gestaltung und das wiederum der Kunstgewerbeschule Zürich. Also wir reden von 1878 bis in die 60er Jahre. Und er hat uns zwei Sachen gezeigt, dieses eine Büchlein, das ist ein kleiner Katalog, der im 76 produziert wurde, als man das einzige Mal die Arbeiten von Keller gezeigt hat. Er war schon gestorben 1968. Und da gibt es einen Artikel im Graphis und da drin schreibt Willi Rotzler einiges über Keller und das ist eigentlich der einzige Text, den es wirklich über Keller gibt. Zwei, drei Testimonianzen in diesem Ding und so. Und wir haben dann unserem Archivar gesagt, ja, das kennen wir alles, ich möchte den Rest sehen. Sagt er, was für ein Rest? Es gibt keinen Rest. Sagt er, das kann doch nicht sein. Der hat 38 Jahre hier gelernt. Das muss doch irgendwo noch Sachen haben von ihm. Ja, würdet ihr dann in den Keller gehen? Sagt, klar, sofort. Das hat dann Maike Eckstein gemacht, einen Sommer da unten verbracht, war ein heißer Sommer. Sie hat mir gerade letztens gesagt, war toll, es war so schön kühl da unten. Und hat Kisten um Kisten durchgeschaut. Und wir haben dann etwa 200-300 Arbeiten gefunden. Die haben wir in diesen Büchern zusammengestellt und haben einiges rekonstruieren können. Vieles auch nicht, weil es weder datiert noch signiert ist. Dann haben wir probiert, da bestimmte Beziehungen herzustellen, das Ganze ein bisschen zu analysieren. Und dann sind wir auf Listen gekommen von ehemaligen Schülern, also in 38 Jahren sind das etwa 240 Leute, die da gelernt, die haben noch nicht studiert, das kam dann später, die da gelernt haben. Und einer war ein guter Freund von uns, leider ist er inzwischen gestorben, Jacques Blancherel ist so der Grand Seigneur des Grafikdesign in der Schweiz, er war auch Direktor der Schule in Luzern und mit ihm haben wir glücklicherweise 4-5 Stunden Interview gemacht und er ist dann ein paar Monate später gestorben. Und das war eigentlich der Grundinput für die ganze Arbeit. Wir haben Namen gehört von Leuten, die es noch gibt und so weiter. Ein zweites Gespräch haben wir mit Laura Lamm, dieser netten älteren Dame hier geführt. Sie war die große Art Directorin von La Rinascente in der Nachkriegszeit in Italien und hat eigentlich die ganze damalige Modewelt ein bisschen durcheinander gebracht mit ihren tollen Illustrationen. Und sie ist noch total fit. Sie wird auch übernächste Woche vorbeikommen, das Buch abholen und so. Und hat uns auch wieder sehr vieles erzählt. Und das sind eigentlich alles so authentische Geschichten. Was vielfach passiert ist, dass diese Leute nicht mehr ganz genau wussten, wie gewisse Sachen gelaufen sind. Also der Jacques Blancherel hat uns detailliert etwas vorgetragen, was sich in München geschehen ist, in einer Agentur und so weiter. Und wir haben dann zwei Jahre später herausgefunden, das war in Leipzig und es stimmte alles außer die Namen. Aber ich komme da auch nochmal drauf zurück. H.U. Steger, er ist eine ganz irrsinnige Persönlichkeit, oder war, auch er ist letztes Jahr gestorben. Er war so der Karikaturist der Nation in der Schweiz. Er hat so mehr oder weniger NZZ, Weltwoche, überall hat er jahrelang seine sehr pointierten Meinungen zur Weltgeschichte gezeichnet und ausgedrückt. Er wiederum hatte eine Liste von allen Ehemaligen noch irgendwie, hatte richtig so eine Art Buchhaltung. Die hat uns auch wieder sehr viel geholfen. Dann Dominik Geisbühler, er ist der hat etwa 25 Jahre alle Plakate für das Opernhaus gemacht
Und er hat so mehr oder weniger alle Opern irgendwie visualisiert in einer bestimmten Zeit. Er war einer der späten Schüler von Ernst Keller, also in den 50er Jahren. Wobei der Älteste eben Jacques Plancherel ist 42, also da werden doch immerhin noch diese Zeitspanne überbrücken können. Dann sind wir ins Kloster gegangen nach Müstair. Das ist da hinten am Ende oder am Anfang der Schweiz, je nachdem, wie man es sieht, nach dem Engadin. Und dieses wunderschöne Kloster, die Priorin, sie ist auch an dieser Kunstgewerbeschule ausgebildet worden und ist eigentlich eine Grafikerin. Sie ist, glaube ich, 95 oder so etwas. Eine ganz beeindruckende Frau, aber wir haben dann festgestellt, dass sie nicht gerade beim Herrn Keller nicht war. Aber es hat auch wieder andere Eindrücke gegeben, ebenso von Peter Knapp. Peter Knapp ist der große Artdirektor von L, der und Fotograf und später ganz viele wichtige Filme auch für Arte und so produziert oder produziert heute noch. Auch er war kein Kellerschüler, aber so, er war in der Klasse nebenbei und so, das hat auch wieder Informationen gegeben. Das hat uns dann dazu gebracht, dass wir gedacht haben, ja, es gibt doch noch ein paar mehr Leute, als wir denken. Und wir haben dann das, was bei uns unter dem Arbeitstitel 85 Plus Party organisiert, und haben noch alle Leute eingeladen und haben da auch die ganzen Arbeiten, die wir gefunden haben, ausgestellt, eine kleine Ausstellung gemacht. Über das konnten wir einiges wieder, weil dann plötzlich jemand sagt, ach, magst du dich erinnern, und ja, das ist von dem. Und so konnten wir ein paar Informationen wieder dazu gewinnen. So hat das dann etwas ausgesehen. Was witzig war, ist, ganz so produktiv war es nicht, weil diese Leute hatten sich zum Teil seit 60 Jahren oder 50 Jahren nicht mehr gesehen und waren natürlich total miteinander beschäftigt, und so ganz unsere Wissenschaftlichkeit ist ein bisschen unter den Tisch gekommen. Aber trotzdem, wir haben einiges da wieder davon gelernt. Das war etwa vor 2,5, 3 Jahren, haben wir gesagt, okay, jetzt haben wir alles gefunden, oder was es gibt, das haben wir jetzt zusammengefunden und so. Und dann haben wir jemand, der bei uns im Haus wohnt, und der hat mal gearbeitet in einem Institut für Alkohol von der, was heißt diese Agrikulturfachhochschule ist das inzwischen. Und Herr Keller hatte irgendwelche Schnapsetiketten gemacht, und die hätten wir noch gern gehabt oder etwas mehr davon gehabt. Dann sage ich dem so beiläufig, gibt es da ein Archiv oder irgendwas, weißt du das? Und er sagt, nein, keine Ahnung. Und ich sage, ja, ruf mal da und da an. Und sagt, nein, Archiv haben wir schon gar nicht, und so, und Etiketten sammeln wir sowieso nicht und so. Aber ich frage mal rum. Eine Viertelstunde später ruft eine Dame an und sagt, ich bin die Enkelin vom Herrn Keller. Und die haben wir immer gesucht und nicht gefunden. Und sie hat dann solche Geschichten noch gebracht. Und wir haben ganz tolle Arbeiten, ganz neues Dimension wiedergegeben, Originale, Briefe, Skizzen, alles, was wir da gefunden haben, alles authentisches Material von ihm. Wunderschöne, auch private Sachen. Er hat solche Briefe geschrieben oder hinten auf dem Brief noch eine Zeichnung gemacht und so. Briefe sowieso. Dadurch konnten wir auch ein Projekt rekonstruieren, mehr oder weniger, weil wir die Briefschaften gefunden haben. Und dann am Schluss hat sie uns diese Arbeiten zur Verfügung gestellt und sagt sie, ja, aber Sie kennen doch meinen Cousin. Sagt, nein, nein, den gibt es auch noch. Ja, ja, der hat sicher auch noch etwas. Und der ist in Bern und der ist Denkmalpfleger. Ah, okay. Da sind wir nach Bern gegangen und er hatte die gesamte Bibliothek vom Herrn Keller. Also von da, und auch die, Listen von den Büchern, die es nicht mehr gab, weil sie, was die Erbschaft so das Thema war, haben sie ganz genau das aufgeschrieben. Und es gab uns das erste Mal, weil von der Person Keller konnte man, wusste man gar nichts, so ein bisschen eine Ahnung, was er, mit was er sich beschäftigt hat und so. So sind wir auf dieses Buch gestoßen, und das ist auch so eine Trouvaille.
Das ist der Johannes Weidenmüller in Leipzig. Und es ist ein, es gibt einen Journalisten in Deutschland, der hat auch ein Buch geschrieben, neuerdings, über diesen Weidenmüller. Und das war Avantgarde 1908 bis zum Ersten Weltkrieg, hat er eigentlich die Werbetheorie zusammengestellt. Er hat, glaube ich, etwa 30 Bücher geschrieben. Und Herr Keller, das ist er, der Herr Weidenmüller, und er hat, Keller hat 4 Jahre in Leipzig bei ihm gearbeitet. Und das hat dann plötzlich wieder mal eine Verbindung gegeben. Dann haben wir gesehen, wo er sich so inspiriert hat und was er ihn vor allem interessiert hat. Und dass er insbesondere sehr stark Beziehung zu England und zu Frankreich hatte, etwas weniger zu Deutschland oder in Deutschland zu ganz bestimmten Personen. Wir haben noch Tagebücher von ihm gefunden mit seinen Zeichnungen und Aufzeichnungen. Das sind vielfach sehr private Sachen, die haben wir dann beiseite gelegt, die haben wir nicht in unsere Arbeit aufgenommen. Dann waren wir eigentlich schon am Buch, am Arbeiten und dann haben wir noch etwas gesucht. Es gab einen Schüler, ich muss Folgendes noch erklären, wir haben, weil der Keller so eben über seine Didaktik eigentlich, das ist seine große Leistung neben seinem eigenen Werk, haben wir hier 22 seiner Schüler porträtiert. Und im Zusammenhang mit diesen Porträts haben wir Arbeiten gesucht und eine Information musste ich abklären, wo ich mir nicht mehr sicher bin, haben einen Assistenten gefragt, der sagt, ja nein, ich weiß das nicht, aber geh mal zum Hochuli nach St. Gallen, der weiß das. Den habe ich dann gefragt und der sagt, was, ihr arbeitet am Keller? Ja, da habe ich noch Arbeiten. Und dann war das so, ich bin sogar noch beim Hochuli in die Schule gegangen und er hat da einen Lehrstuhl, würde man heute übernehmen, von diesem Herrn Kech. Und Herr Kech hatte unter anderem seit den 20er Jahren Drucktechnik vermittelt und alles, was eigentlich entworfen wurde, haben die da gedruckt und wir haben ganze so viele solche wunderschöne Arbeiten gefunden. Etwas, was wir nicht gefunden haben, wir wissen, dass jeder Schüler musste seine Schrift zeichnen, aber von und Keller selber hat einige Schriften gezeichnet, aber von denen haben wir einfach nichts mehr gefunden, die sind irgendwie disappeared. Und das ist noch eben der Jacques Plancherel, er hat uns noch dieses Foto geschenkt, wo man ihn am Schriftenmalen sieht. Dann haben wir probiert, alles, was wir gefunden haben, in eine Sequenz zu legen und das ist auch im Buch dokumentiert. Es hat eine Synopsis, wo man die ganzen Entwicklung der Arbeiten anschauen kann. So viel zu unserer Recherche und in diesem Zusammenhang der Recherche kamen wir auch ein bisschen genauer zu dieser Geschichte der Kunstgewerbeschule und haben mal so alles zusammengestellt, was da Einfluss haben könnte oder kann. Und die sind leider gemacht für die große Projektion, aber ich kann es grob erklären, um was es hier geht. Wenn man mal einfach eine Zeitachse macht und schaut, was, wann, wie passiert ist und schaut, wie das zusammenkommt. Die Kunstgewerbeschule wurde 1878 gegründet. Interessant ist, dass 1875 das Museum gegründet wurde. Und das war eine typische Geschichte, dass man die Beispiele eben der zeigen wollte. Und was man auch, man redet immer von Vorkurs und Bauhaus, dabei gab es den Vorkurs nicht nur in Zürich, auch schon seit 1879 zum Beispiel. Was ein wichtiger Punkt ist, ist dieser Jules de Prêtre. In der Zeit um kurz nach 1900, etwa 1904 herum, gab es irgendeine große Ausstellung. Ich weiß nicht mehr genau, was für eine. Und da ist eine Delegation von der Regierung von Zürich hingegangen und hat gesagt, also unsere Kunstgewerbeschule, die ist völlig veraltet, da müssen wir irgendwas Neues machen. Und man muss sich vorstellen, die haben eine Ausschreibung gemacht, haben anscheinend 45 Leute evaluiert, das 1904. Das hat dann einige Jahre gedauert, bis sie eigentlich jemand auswählen konnten.
Und sie haben dann diesen Jules Le Prêtre ausgewählt. Und er war beteiligt an der Gründung vom Werkbund in Deutschland. Er war ein Kollege von Behrens. Er hat an der Schule in Krefeld gearbeitet und ist dann nach Zürich gekommen. Er war ein ziemlich rabiater Typ, sagt man. Der hat wahrscheinlich alle verrückt gemacht. Nach 5 Jahren hat er alles umgestellt gehabt und dann ist er weggegangen nach Basel und hat dann in Basel auch die Mustermesse gegründet und die Schule dort bearbeitet. In dieser, also ist kurz die Zeit, die Veränderung der Schule, die hat mal in so einem Gebäude begonnen, ist dann in dieses Landesmuseum, das wer schon in Zürich war, das ist dieses furchtbare Gebäude neben dem Bahnhof, das inzwischen aber einen exzellent schönen modernen Anbau hat. Und dann kam 1933 dieses Gebäude, was eigentlich eines der ersten Gebäude ist, des modernen Bauens in der Schweiz. Und da waren wir drin bis vor 3-4 Jahren. In dieser Zeit vor De Prêtre hat man vor allem auch Lehrer ausgebildet und einer von denen war auch Augusto Giacometti. Es gab keine klassische Kunstausbildung und es ist eigentlich diese artistische Art, Grafik zu machen, wie das Beispiel zeigt. Künstler machten das gerne, weil sie Geld verdienten damit und hatten so auch kommerzielle Interessen. Und dieser Titel Kein Stil hat etwas mit dem zu tun, weil Keller eigentlich dann ansetzt, um diese artistische Art und Weise der Grafik neu zu interpretieren in der sogenannten angewandten Grafik. De Prêtre hat unter anderem diesen berühmten Macchi Verpackung gemacht. Er war so ein bisschen ein Multitalent. Er hat Kunst gemacht, hat geschrieben, aber war hauptsächlich eigentlich ein Kulturmanager, würden wir heute sagen. De Prêtre hat aber solche Sachen gemacht. Er hat nämlich diese ganze akademische Erstarrung, wie er das nannte, der Zeichen- und Ornamentierungsschulen und der Akademien eigentlich abgeschafft. Und da sagt dann zum Beispiel der Hermann Obrist, die einzig wirklich gute Methode des Kunstgewerbeunterrichts ist die Werkstattausbildung. Also eigentlich das projektbezogene Lernen, was eigentlich da 1906 eingeführt wurde. Und das ist ein schon mal erstaunlicher Moment, der da stattgefunden hat. Jetzt, die Schule lebt natürlich in einer Beziehung zum Rest von Europa und insbesondere gibt es die Bezüge nach England zu Edward Johnston. Johnston hatte einen großen Einfluss auf Deutschland. Er hat eigentlich den Peter Behrens überzeugt, dass die lateinische Schriftweise die moderne Schriftart ist und nicht die Fraktur, die bis dahin gepflegt wurde. Für das wollte ihn Behrens nach Düsseldorf holen, aber der Johnston sagte, nee, er würde in London bleiben, aber er hätte doch so eine tolle Assistentin und das war die Anna Simons und die hat dann nachher in Düsseldorf unterrichtet, zusammen mit dem Fritz Emke. Die beiden haben dann wiederum 1920 in Zürich unterrichtet. Also die Beziehung England über Behrens nach Zürich hat sich irgendwo da eingebürgert. Und das Ganze auch zusammen mit anderen Personen und eben auch dieser Weidenmüller indirekt spielt damit, weil er natürlich den Keller wiederum beeinflusst hat. Ja, das kennen Sie ja. Das ist eigentlich die Denkschrift vom Werkbund und die müsste eigentlich jeder heute noch auswendig lernen. Ich würde das sehr empfehlen, aber ich lese es jetzt nicht. Und der Werkbund war viel wichtiger als das Bauhaus. Der Werkbund hat diese Mission einer besseren Welt und so weiter, auch eine soziale Verpflichtung, die eigentlich enorm interessant war und die ein bisschen heute unter die Räder gekommen ist. Und jemand, der sowieso viel wichtiger ist, als man
gemeinhin annimmt, ist Peter Behrens. Und es sei nur mal, man sieht, die ganzen großen Architekten, die haben auch bei ihm gearbeitet. Und es ist letztes Jahr ein Buch rausgekommen, ich glaube, es sind 1200 Seiten, ich habe es auch noch nicht ganz gelesen, und da sind alle seine Schriften drin. Und diese Theorien, die haben ganz, ganz großen Einfluss gehabt. Und es ist nicht nur AEG, es ist viel mehr noch das Drumherum. Und auch AEG ist ja eigentlich so diese Art von Gesamtkunstwerk, könnte man sagen, oder identitätsstiftende Projekte, die mit allen Facetten von Produktgestaltung über Kommunikation bis zur Architektur, aber auch bis zu bestimmten Managementsystemen, das war Change Management, würde man heute sagen, oder? Und ich denke, da liegt einer der zentralen Punkte der Moderne, nebst der Architektur eben auch. Die meisten beziehen das alles auf die Architektur und das Gleiche gilt für das Bauhaus, aber da kommen wir dann noch mal kurz darauf zurück. Johnston war ein ganz komischer Typ, also er ist in Uruguay geboren, ist dann irgendwann nach London zurückgekommen, hat Medizin studiert und wurde dann irgendwie Kalligraph und Schriftenlehrer und hat unter anderem 1918 diese Underground-Geschichte gemacht, die heute noch absolut funktioniert. Und das war sozusagen das Ende oder die Umpolung dieser Art and Craft-Geschichte, die auch so einen sektiererischen Moment noch hatte. Und das hat er eigentlich eher in die Moderne übertragen. Und die Anna Simons ist insofern wichtig, weil sie praktisch die Schriften von Johnston übersetzt hat und so diese in Deutschland und eben auch in der Schweiz bekannt gemacht hat. Und der Eric Gill war auch einer dieser Jünger, das ist die Gill Saint, ist auch eine Schrift. Sie wird vielfach mit der Johnston verwechselt. Und Gill ist auch so eine interessante Figur und es gibt noch zwei, drei andere, die da diesen englischen Einfluss geprägt haben. Und eben wie ich von vorher sagte, Johnston hat vor allem diese Idee, das war mir bis vor kurzem nicht klar, wann und wie diese Umstellung von der Fraktur zur linearen römischen Schrift stattgefunden hat. Und das ist ziemlich direkt auf ihn zurückzubeziehen. Dann gab es eben Emke, der war auch in Düsseldorf an der Kunstgewerbeschule und er hat dann sehr viel mit im Tandem mit Anna Simons gearbeitet. Auch ein brillanter Gestalter, der auch ein paar interessante Schriften gemacht hat, sowohl in der Fraktur wie in der moderneren Version. Und dann eben dieser komische Weidenmüller, den kein Mensch kennt und der hat Bücher geschrieben und es sind einige Theorien vom Herrn Keller, die können wir ziemlich genau auf ihn zurückfinden. Er hatte eine Großagentur mit, glaube ich, etwa 30, 40 Leuten, sehr spezialisiert, die machten von Architektur bis Verpackung alles, also à la Behrens im weitesten Sinn, aber für kleinere Kunden im Umkreis von Leipzig und das ist alles zusammengebrochen wegen dem Ersten Weltkrieg und nach dem Ende des Ersten, also auch Keller musste zurück in der Schweiz, er konnte da nicht mehr arbeiten und umgekehrt Weidenmüller musste den Laden schließen und er hat den nicht wieder gleich eröffnet nach dem Ersten Weltkrieg. Er hat aber insgesamt etwa 30 Bücher zu Werbelehre und Gestaltungslehre und weiß der Geier was geschrieben. Er hat eine eigene Terminologie, wie die Leute heißen in ihren Spezialitäten und so weiter. Und das ist jetzt genau die Geschichte, die uns der Plancherel erzählt hat. Und er hat gesagt, das wäre in München und das wäre der Professor Hadank gewesen und der Professor Hadank war auch nicht in München, der war in Berlin, aber alles andere stimmt genau, die hatten so eine Art Identity und hatte irgendwelche roten Pullover und alles außen dann hatten so eine Art VW-Zeichen auf der Rücke und das konnten wir hier drin dann genau in diesem Buch nachvollziehen.
Emil Rudolf Weiss ist auch so einer, der zu diesem Umkreis gehört. Und wenn wir hier nicht haben, das ist der Renner, der mit seiner Futura eigentlich mal dann die interessante konstruierte Schrift gezeichnet hat. Jetzt gibt es noch einen Punkt, also nach diesem Herrn de Prêtre kam ein anderer Herr, und das war Alfred Alter, ein Architekt aus Basel, wahrscheinlich mit deutschem Hintergrund, aber er kam aus Basel nach Zürich, und er hat eigentlich da einiges wiederum bewegt. Er hat von 1912, haben wir ihn, von 1912 hat er bis 1933 die Schule geführt. Er hat Leute eingestellt wie Sophie Teuber-Arp, wie Otto Morach, wie William Künzle, später Hans Fischer, Finsler, und auch den benannten Keller hat er auch eingesetzt. Das sind alles Leute. Daraus entsteht eine Strategie, die praktisch 50 Jahre hingehalten hat. Die Sophie Teuber hat an Otto Morach übergeben, er hat dann an Elsie Schiok übergeben, und das ist eine Entwicklung von 1912 bis 1968. Und das sind alles so, das ist, der eine ist Textil und Mode, das andere ist Industrial Design, der Finsler ist Fotografie und der Keller Grafik, und das wurde so aufgebaut. Mit einer ganz großen, langfristigen Strategie. Er hat solche Möbel unter anderem gezeichnet. Es ist auch komisch, in unserem Archiv, man findet nicht mal eine gescheite Porträt von ihm, dabei war er so lang und so wichtiger Lehrer, aber es ist einfach so, dass bis in die 60er Jahre war irgendwie Geschichte überhaupt kein Thema, auch 70er Jahre, da war alles Zukunft und der Rest war irgendwie altes Zeug, dass man, der Archivar hat mir erzählt, ja, irgendwann haben sie mal einen Lastwagen voll Zeug weggeschmissen und so. Halt auch, weil physisch, heute kann man Sachen digitalisieren, man hat andere Möglichkeiten, aber das türmt sich halt irgendwann, ist es einfach physisch auch am Ende. Ein anderer Lehrer, der 1912 eingestellt wurde, war Otto Bamberger. Er hat solche Grafik gemacht in den 20er Jahren. Die Sophie Teuber, glaube ich, die ist bekannt. Sie, wenn man auch wieder auf diese Zeit Schiene schaut, dann gab es Destil noch nicht und Herr Mondrian hat noch Landschaften gemalt und sie hat solche, das ist von 1916, hat solche Sachen gemacht. Und weil sie eine Frau war und weil sie das gestickt hat, hat man das nicht als Kunst angesehen. Aber wenn man das über, und das wurde letzthin mal gezeigt in der Schweiz, es gibt ja das auch in Deutschland, in Bonn, dieses Museum Arp, Sammlung und so, da wurde das auch gezeigt, diese Ausstellung. Es ist phänomenal, was diese Frau gemacht hat. Und sie hat trotzdem, glaube ich, 19 Jahre an der Schule auch unterrichtet. Der Künzle, das ist so ein Teil, das hat jede Familie in der Schweiz, das wurde auch irgendwann in den 30er Jahren oder 40er Jahren gemacht. Und der klassische Stuhl da. Eben der Keller, der hat solche Sachen gemacht, der machte schon digitales Zeug, bevor es die Pixel gab überhaupt. Und dann kam der Finsler und er hat die ganze Sachfotografie neu erfunden. Und mit seinen berühmten Bildern über die Eier sind nur eine Sache. Da musste jeder Schüler da durch und musste sich mit dem Licht und diesen komischen Formen auseinandersetzen. Und das ging in der Regel, ich habe eine Arbeit kleine gemacht, kleine Untersuchung über die Arbeit, um das Licht zu lernen und für die Eier fotografieren, hat 3,5 Monate gedauert. Und interessanterweise hat der Herr Finsler nie irgendwas erklärt. Er ist manchmal so beiläufig vorbeigegangen und hat gesagt, probier doch mal so. Das war dann seine Theoriestunde. Keller war auch so. Lillimann ist ein anderer Schriftmensch. Die ganzen Schriftmenschen, die kommen ja auch aus Zürich, nicht aus dem
Kellerecke, es gab eben noch eine andere, diese Willimann-Kech-Ecke und Fruttiger und Hans-Eduard Meyer und alle, die Schrift gemacht haben, die kommen aus Zürich. Ja, und dann noch dieses Bauhaus, jetzt wieder diese Zeitachse und es ist so, dass das Bauhaus 1918 gegründet wird und da hat man wurde in Zürich schon einiges mal gemacht bis dahin. Wir haben ein paar Sachen gesehen. Also da war die Sophie Teuber schon 10 Jahre da und hat hier gewirkt. Und das Zweite ist, dass das Bauhaus, als es in Weimar begonnen hat, keine fortschrittliche Schule war. Es war eine klassische Akademie und Frauen wurden gar nicht zugelassen zum Beispiel, was in Zürich schon ewig der Fall war. Solche Sachen. Und überhaupt, es war eigentlich eine Kunstakademie. Und eigentlich erst langsam kam es zur Architektur und diesen Sachen. Und eigentlich die Grafik kam 1923 mit Moholo Nagy. Er hat das eigentlich überhaupt begonnen. Es gab vorher weder ein Atelier noch irgendwas, auch keine Druckding. Und der Breuer, der ja ein Student war, der hat dann 25 eine Druck- und Reklameabteilung geschaffen. Also das ist schon relativ spät. Und sehr lang hat er das auch nicht gemacht. Er ist dann nach zu Dorland nach Berlin gegangen. Und als Hennes Meyer kam, war es sowieso eine Architekturschule. Sehr stark. Der Einfluss von Bauhaus sehe ich in dieser theoretischen Schiene. Klee und Kandinsky und ihre Bücher, auch die könnte man sagen, sollte man auch heute auswendig lernen. Und da liegt eigentlich der Beitrag in diesen ersten Jahren. Und danach, das war eigentlich das Konzept und es läuft alles auf diesen Bau, Bauplatz und so weiter hinaus. Es ist eigentlich eine Gesamtsicht des Bauens bis hin zu den Objekten auf dem Tisch, die wir ja kennen. Es gibt eigentlich eine formal grafische Ausbildung, wenigstens zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht. Das bringt dann eben Moholy Nagy und diese Arbeiten sind eher später, sind 728 und er ist ja dann auch weggegangen und eigentlich viel später hat dann eigentlich seine Theorien der neuen Typografie und so umgesetzt. Und eben Herbert Beyer, der eigentlich die Grafik aufgebaut hat und mit seinem Weggehen ist die auch wieder sozusagen gestorben. Es gibt interessante grafische Beispiele aus dem Bauhaus, aber das sind Einzelsachen. Und wenn man zurückkommt zu Behrens und zu Düsseldorf und so, dann ist da ganz viel mehr passiert. Da gibt es Schriften, die konstruiert sind. Der Albers ist ja genial in seinen Farbgeschichten und so, aber Schriften, die er gemacht hat, die waren nicht brauchbar. Das haben andere viel besser gemacht. Das war auch ein formalistischer Approach drin. Und beispielsweise Van Doesburg hat vehement kritisiert, was da abläuft. Sagt, das ist rückständig, hat er gesagt. Aber er war ja ein anderer Eiferer, deshalb so what. Eben, dieser Ernst Keller hat dann 38 Jahre da gearbeitet und es gibt diese Aussage von ihm eben, dass jede gestalterische Arbeit findet ihre Lösung in der Analyse und in der Auseinandersetzung mit dem Thema oder dem Problem, also heute würden wir sagen Problem Solving, und nicht in einer stilistischen, in einem stilistischen Approach. Und er hat sich immer gegen jede Art von Stil gewehrt und hat gesagt, nein, das ist der Unterschied der Giacometti, den ich vorher gezeigt habe. Der wurde geholt von der Rätischen Bahn, weil sie seinen Stil wollten und sein Plakat haben wollten. Das war der künstlerische Approach zur Grafik. Und das, was Keller hier vermittelt, ist ein anderer Approach. Ist der, der eigentlich Problemlösung einer kommunikativen Fragestellung. Er hat, das sind ganz frühe Plakate von ihm, ich möchte jetzt gar nicht zu weit gehen und ihm zeigen. Er hat diese wunderschöne Schrift gemacht, die für das Leitsystem der Kunstgewerbeschule kreiert wurde. Und Studierenden von mir haben das jetzt zusammen mit einem Professor
digitalisierten, es gibt jetzt eine neue Schrift da draus, die man auch verwenden kann. Das sind Arbeiten, die er gemacht hat. Opor, das ist ein ganz wichtiges Warenhaus in Zürich. Das Warenhaus gibt es schon lange nicht mehr, aber man hat denkmalpflegerisch definiert, dass auch das Logo und die Bezeichnung des Gebäudes, die Beschriftung des Gebäudes denkmalgeschützt ist. Er hat Bücher gemacht und eben, er hat auf der einen Seite so moderne Sachen gemacht und dann hat er in dieses größte Zifferblatt in Europa ganz sensibel der Architektur anpassend wieder gemacht und hat da nicht irgendetwas, ein Stilbruch, sondern hat versucht, das richtig nachzuvollziehen. Es gäbe da noch viel andere Beispiele, aber wie gesagt, das, was eigentlich das große Thema ist vom Keller, sind seine Schüler. Wir haben ein Buch gefunden aus den 60er Jahren, wo Ernst Keller, die Crème de la Crème der Schweizer Grafik, also 60er Jahre, das war so der Höhepunkt dieses Swiss Style, und da waren etwa 160 Gestalter drin porträtiert und etwa 36 oder 40 sagen, ich habe bei Keller studiert, ganz explizit. Und das hat uns sehr verwundert, weil er ja doch ein anderer Jahrgang war und eine andere Zeit und so weiter. Und das war ein weiterer Punkt, warum wir dem ein bisschen nachgehen wollten. Und einer der ersten Schüler, der bei ihm abgeschlossen hat, war Walter Kech. Walter Kech war nachher einer der wichtigsten Wissenschaftler für römische Schriften. Er hat alles analysiert und auch bestimmte formale Elemente erklären können, die bis anhin unklar war, wie diese Serifen entstanden sind. Da gab es verschiedene Theorien dazu. Richard Paul Lose, der ganz berühmte, auch konkrete Maler nachher, das sind beide sehr alte Arbeiten. Ich zeige diese Arbeiten immer mal meinen Studenten und sage, sag mir mal, wie man das macht ohne Computer. Und da stellen sie dann relativ schnell an. Und das, wie würdest du das präsentieren, dass dein Kunde sagen kann, ja, ich will das machen. Keine Ahnung, also okay, muss das nicht weiter vertiefen. Pierre Gauchat ist einer der älteren Abgänger, der hat diese brillanten Plakate für Riri gemacht und er hat da unser Schweizer Geld geprägt in den 50er Jahren. Wir machen ja alle 25 Jahre neues Geld, das ist ein Gesetz und hat etwas mit Sicherheit zu tun. Und wir sind gerade dran, die neuen einzuführen, die sind leider nicht so gut. Aber das wäre jedes Jahr. 25 Jahre weniger schön. Es gab aber auch diesen Hermann Eidenbenz und er hat die Deutschmark gestaltet. Und er hat auch das Logo von Braunschweig gemacht. Er war in Deutschland sehr präsent, er war Art Director von Retzmann und er hatte ein Studio in Berlin für verschiedene Jahre. Ich glaube, vor dem Krieg hat er da begonnen und nach dem Krieg ist er wieder zurückgegangen. Harry Steiner ist auch so eine interessante Figur und ihr seht, das sind ganz verschiedene Stile. Man kann da nicht sagen, das kommt aus dem gleichen Haus. Das ist irgendwie, hat es Keller hingebracht, Leute zum Denken anzuregen und ihre eigenen Wege zu finden. Was sehr schön ist, ist diese kleine Zeichnung. Kurz nach dem Krieg hat Steiner in Paris für die UNESCO gearbeitet und das ist eine Illustration aus den Menschenrechts wie sagt man, Prinzipien der Deklaration der UNO. Walter Herdeck, auf ihn kommen wir zurück, hat Grafik weltweit beeinflusst mit seinem Graphis und mit seinen Publikationen und von ihm ist auch das Logo von St. Moritz, das auch heute noch, das ist von 1934. Das ist eine ältere Arbeit, auch aus der Zeit, vielleicht 38. Müller-Brockmann ist der große, er hat
die Grafik in die Welt hinausgebracht von der Schweiz. Habe Bücher geschrieben, aber da kommen wir auch noch drauf zurück. Varya Lavater war eine sehr eigenständige Gestalterin. In der späten Zeit hat sie diese Bücher ohne Texte gemacht, die zum Teil vom MoMA publiziert wurden. Aber von ihr ist auch das Logo von UBS, was 1938 entstanden ist. Es war zwar damals der Bankverein, aber das haben sie dann übernommen. Und das sind Illustrationen, die sie 1956 an der Frauenausstellung Safa gemacht hat. Das waren ganze Wände, wenn man reinkam in die Ausstellung, die bestimmte Frauenfragen thematisiert haben. Dann gibt es so einen wissenschaftlichen Zeichner. Er hat, glaube ich, 30 Jahre gearbeitet am Universitätsspital in Zürich, zusammen mit einem ganz berühmten Neurologen. Und musste diese Hirnoperationen und so zeigen, die konnte man ja nicht fotografieren. Und er hat eigentlich Standards gesetzt, wie man solche Sachen, sehr eine Abstraktion, man kann das nicht einfach so hinzeichnen. Und so hat er eigentlich wie Standards entwickelt, dass die Wissenschaftler miteinander darüber kommunizieren konnten. Carlo Vivarelli ist auch einer so der ganz Großen, auch hier oben das Electrolux-Logo oder Signet, wie es damals hieß, das auch noch heute auf dem Markt ist. Jacques Blancherel ist eben dieser ältere Herr, der uns schöne Sachen zum Teil am falschen Ort erzählt hat. Er hat eine Zeitschrift, ein Magazin entwickelt und aufgebaut und wollte so eine amerikanische Zeitschrift machen und das hat, glaube ich, 10, 15 Jahre hingelegt. War auch ein großer Ausstellungsgestalter. Karl B. Graf ist ein sehr unbekannter Gestalter, ist auch sehr früh gestorben, schon 68, aber diese Arbeiten sind von den späten 50er Jahren und zeugen von einer Modernität, die ziemlich außerordentlich ist. Das ist die Frau Lamm. Die Laura Lamm hat mit ihren Bildern eigentlich die ganze Modelandschaft in Italien nachhaltig beeinflusst. Sie ist gleich nach dem Abschluss bei Keller ist sie nach Rinascente nach Mailand gegangen und wurde dann da später Artdirektorin. Das ist auch eine Trouvaille, die man nicht mehr kannte. Das ist diese Charlotte Schmid. Wer schon mal nach Zürich geflogen ist, das ist aus den 60er Jahren, ist die Bemalung des Flughafenbahnhofs Flughafenbahnhofs. Und das da unten ist die weltberühmte Weihnachtsdekoration, die wir jetzt leider nicht mehr haben und alle sagen, hätten wir doch noch diese schöne alte, einfache Geschichte, die so brillant war. Und wenn ihr seht, was da für, das ist alles der gleiche Lehrer. Das ist eben die zweite Aussage, kein Stil. Und das ist eigentlich der Proof für diese Auffassung, wenn wir so wollen. Wir haben noch einen mehr oder zwei mehr. Das ist der Dominik Geisbühler. Er hat all diese wunderschönen Opern- und Ballettplakate gemacht. Und das ist Walter Ettenschweiler. Diese Schrift ist die einzige Schrift, die wir gefunden haben, die im Unterricht bei Keller 1954 gemacht wurde. Er hat das dann daran weitergearbeitet. Und in den 60er Jahren war das die Kultschrift von Twain, von Parimatch und auch von amerikanischen Zeitschriften. Und Microsoft hat diese Schrift bis vor 4, 5 Jahren als Corporate Type verwendet. Das ist auch noch, er hat diese Bücher gemacht, die Lettera hießen. Er selber hat 92 Schriften herausgegeben und hat auch diese Schriftsammlungsbücher gemacht. Und er hat kurz bevor er gestorben ist eine Ausstellung gemacht, die war in so einem Container drin. Ich finde es sehr schön, wie er diesen gestaltet hat. Im hohen Alter, das war vor 5, 6 Jahren. Was auch interessant ist, jetzt haben wir also diese Leute, die hauptsächlich aus der Schule von Zürich kommen. Es gibt dann noch ein paar andere, die irgendwo diesen
Swiss-Style geprägt haben, aber warum gerade haben die das geprägt? Und ich denke, Vermittlung ist ein Punkt, der absolut wichtig ist. Walter Herdeck hat 1944 dieses Grafis gegründet und das war, das gibt es übrigens heute noch, ist in New York von Martin Peterson, wird es herausgegeben. Und das hat nachhaltig weltweit die Grafik beeinflusst und auch ein bisschen mehr als Grafik. Und ebenso diese Bücher wie Archigraphia oder Graphist Diagrams, das waren stilbildende Bücher, das waren die Dinge, die jeder haben musste, wenn er einigermaßen da rauskommen wollte. Eine andere Charakteristik ist, dass all diese inklusive Graphis immer minimum dreisprachig kommuniziert haben. Also sie waren in der ganzen Welt verständlich. Und es war eine absolut, denn es gibt kein amerikanisches Buch, das dreifachsprachig herausgegeben wurde. Und es ist eine Charakteristik und es ist auch die Charakteristik der Vermittlung. Das neue Grafik hat Richard Paul Lohse, Hans Neuburg, Josef Müller-Brockmann und Carlo Vivarelli herausgegeben. Und das waren drei von denen waren Kellerschüler. Und haben diesen sehr strengen Schweizer, typografischen Schweizer Stil vermittelt, der eigentlich so bei Keller nicht direkt vorgekommen ist. Aber alle haben sich eigentlich da gefunden. Aber auch der Moment der Reflexion, glaube ich, ist auch ein Punkt, dass Keller die Leute irgendwie zum Denken gebracht hat. Warum tun die alle Bücher schreiben und publizieren? Das muss auch irgendwo einen Grund haben. Lohse hat dieses tolle Buch geschrieben über Ausstellungsgestaltung. Auch das hat ganz viele, auch wenn man medial, wenn das medial veraltet ist, aber konzeptionell nach wie vor funktioniert. Oder Müller-Brockmann, er hat eine ganze Serie von wichtigen Büchern geschrieben. Hier seine Lehre auf der linken Seite, dann das ganze Rastersystem. Er hat eine Geschichte der visuellen Kommunikation oder der Plakate geschrieben. Hans Neuburg hat andere Sachen gemacht. Ein sehr lesenswertes, oder Angst gibt es leider nicht mehr, ist dieses Buch, Grafik einer Stadt. Da könnten sich viele Städte heute ein schönes Vorbild machen, inklusive Zürich, über das Buch handelt von Zürich. Walter Diethelm, ein anderer Schüler, den wir nicht behandelt haben, wir mussten irgendwo aufhören, und er hat sehr, sehr visionär über Gestaltung. Das kommt aus den 60er Jahren, da sind die ersten 3D-Geschichten drin, das ist der Beginn von Computergrafik drin, auch wenn das damals noch sehr kompliziert war. Da hat er weit vorausgesehen. Und Karl Gerstner, er kommt aus Basel, er hat zwar in Zürich auch noch gelehrt, er hat aber in Zürich dann Fotografie gemacht und sein Think Program und viele andere Bücher sind enorm wichtig. Also die Vermittlung war eine wichtige Geschichte und da war schon eine internationale Ausrichtung über diese Sprachen hinweg die Internationalität ist der nächste Punkt. Aus der Schweiz sind eine ganze Serie von Leuten nach Paris gegangen. Eigentlich die ganze Nachkriegsgrafik von Frankreich, in Frankreich, ist eigentlich von Schweizer Gestaltern geprägt. Neben den Schriftenmenschen wie Hollenstein und Frutiger, und da gab es noch ein paar andere, auch ganz über Harry Steiner haben wir schon gesehen, und der Werner Welchli war eigentlich der Typ, der das UNESCO-Zeichen gemacht hat. Jetzt haben 3, 4 von denen haben bei der UNESCO oder bei der UNO gearbeitet. Und das ist Knapp, der nach dem Krieg nach Paris ging und als Fotograf und Art Director L eigentlich geprägt hat. Und er hatte einen sehr interessanten Auftrag von der Besitzerin von L, dass er eigentlich ein neues Bild der Frau schaffen sollte.
Und diese Arbeit, das wäre mal noch eine Ausstellung, die ich gerne machen würde, weil er hat ganz geniale Sachen gemacht. Es gibt diese Bogdanovic und die elitäre Modegeschichte und dann gibt es eine neue Geschichte, die bei Knapp beginnt. Und seine damalige Frau hat Ungarok kreiert und hat auch eine Grafikerin und hat eigentlich in der Modewelt auf der anderen Seite agiert. Sie hat mir letztens auch erzählt, dass sie eigentlich auch Armani gefördert hat und so weiter. Da gibt es einen ganzen Klüngel von Schweizern und Paris und so. Das müsste man auch mal noch genauer. Es gab zwar eine Ausstellung vor einiger Zeit in Zürich über das. Oder eben der Frutiger mit seinem Univers. Und die Helvetica ist ja die berühmteste Schrift, die meistverwendete Schrift der Welt. Und jemand hat mal gesagt, die Helvetica, das sind die Jeans und die Univers, das ist der Smoking. Oder Jean Wittmer, hier das Logo vom Centre-Georges Pompidou, seine jahrelangen Grafiken für dieses Etablissement. Und diese ganz tolle Sachen, die man auf diesen braunen Schildern auf den Autobahnen sieht, dieses Touristenleitsystem oder so. Dann haben wir Mailand. Da haben wir neben Vivarelli, Huber und Laura Lam und Bruno Monguzzi auch noch andere. Ich war auch mal einige Jahre da. Und Max Huber hat diese Renascente angefangen. Er hat dann die Laura Lam geholt, die wir schon angeschaut haben, oder der Bruno Monguzzi, der vom Tessin dann über Kanada nach Mailand gekommen ist. In Deutschland gibt es auch eine ganze Serie. Hermann Eidenbenz haben wir schon gesehen, der die Banknote gemacht hat. Josef Müller-Brockmann hatte eine Agentur in Nürnberg für, wie heißen sie, die Porzellan, Rosenthal, Philipp Rosenthal war das, genau. Robert Sessler hat die Schule in Saarbrücken aufgebaut. Karl Gerstner hatte eine große Agentur in den 60er Jahren in Düsseldorf. Und Mendel und Oberer in München sind beide Schüler von der Basler Schule. Oberer ist zwar ein Deutscher, Oberer ist ein Schweizer und Mendel war ein Deutscher. Auch hier Robert Sessler ist wenig bekannt, aber interessant, sein Logo für Amnesty International. Und eben er ist irgendwann in den 50er Jahren dahingegangen mit der Idee, ein Jahr da als Aushilfsprofessor zu wirken und ist dann sein Leben lang da geblieben, bis er gestorben ist im 88. Es sollte demnächst eine Ausstellung geben, ich habe von einem Sohn gehört, dass es da noch interessante Arbeiten gibt. Und Mendel und Oberer sind die natürlich alle bekannt. Dann gibt es noch in Norwegen Bruno Oldani. Er ist ein Zürcher, der nach Norwegen gegangen ist. Und eigentlich die ganze, seit den 50er Jahren, ist er das Aushängeschild für Grafik. Interessanterweise gibt es nur ein Buch von ihm und das ist in China verlegt. Keine Ahnung warum, es gibt keine andere Dokumentation. Und dann gibt es hier diese Pfeile noch. Es gibt noch eine Frau, die aus Zürich nach Island gegangen ist und sie ist so der Anfang der isländischen Grafik. Ich finde einfach ihren Namen nicht mehr, ich muss da noch mal recherchieren. Aber die gab es mal in den 50er Jahren. Und dann geht es noch weiter. Also wir haben Müller-Brockmann und Rudi Rüegg und Jüngere wie die Susanna Bär oder der Alexander Sonderegger, die in Japan ganz wichtig waren. Müller-Brockmann über seine Lehrtätigkeit, die anderen, weil sie da gearbeitet haben oder immer noch arbeiten. Wir haben, und da fehlt ein Pfeil, in Indien eine Geschichte, dass Armin Hofmann hat eigentlich in Chandigarh eine Designschule aufgebaut und die haben dann andere Schweizer weitergeführt, zwar vor allem mehr in Richtung Architektur später. Und er hat dann zu dem Zeitpunkt Adrian Frutiger dahin geholt. Und der hat eigentlich die Hindi-Univers gemacht, die heute eine Standardschrift in Indien ist. Dann gibt es noch einen kuriosen Typ, Hans Widler, der in Südafrika gewirkt hat für eine Zeit. Er war vor und nachher lange Zeit Werbeleiter von Maggi oder von Knorr oder sowas.
Dann in Kanada haben wir Fritz Gottschalk und Bruno Monguzzi. Monguzzi haben wir schon in Mailand gesehen, er war auch da. Da sind viele Leute da hingegangen im Zusammenhang mit den Olympiaden und der Weltausstellung. Und auch Fritz Gottschalk hat genau für diese Institutionen gearbeitet. An der East Coast gäbe es natürlich eine Riesenliste von Leuten, aber so die wichtigen sind Tom Geisbühler oder Peter Maggert, der die Schule in Philadelphia geführt hat, Willy Kunz in New York und Fred Toller, der an verschiedenen Orten gelehrt hat. Und eigentlich, wer ich hier vergessen habe, ist Armin Hoffmann. Er hat eigentlich in Yale die Schweizer Grafik nach Amerika gebracht. Er hat da auch länger gearbeitet. Und April Grayman ist eine, so die erste große Computergestalterin, und sie kommt aus der Schule von Basel, aus der Schule von Wolfgang Weingart. Und Weingart hat eigentlich im Alleingang diesen sogenannten West Coast Stil geschaffen. Vielleicht mögt ihr euch erinnern, die Olympiade in L.A., die hatte so einen neuen Touch, und das war so diese Art von Sachen. Das sind nur ganz wenige. Es gibt heute nur von der Schule in Basel, von Zürich haben wir keine Buchhaltung dazu, 35 Dozenten rund um die Welt, die aus der Schule von Basel kommen. Eben, das sind Briefmarken vom Fritz in Kanada, und wie ich schon gesagt habe, hat er für die Olympiade viel gemacht, und das ist ein Cover von Graphis, wo er seine Arbeiten vorgestellt hat. Armin Hoffmann ist der große Didaktiker, aber auch der, der diese sehr reduzierte Grafik kultiviert hat und der die Schule in Basel nachhaltig aufgebaut hat. Hier mit seinem Buch, auch er wieder publiziert, wieder dreisprachig und so. Interessant ist, dass Dorothea Hoffmann, seine Frau, hat eigentlich mehr oder weniger parallel zu uns auch ein Buch geschrieben über diesen Teil der Basler Schule. Und interessanterweise heißt das die Geburt eines Stils. Und wir haben auch noch profitiert von ihr. Wir sind da im gleichen Verlag gelandet, und wir haben jetzt eben neuerdings keinen Stil und einen neuen Stil, beides zusammen. Hoffmann kommt auch von der Schule von Zürich, aber auch nicht von Keller. Es gab früher immer diese parallele Ausbildung von der Lithografen, die dann in den 50er Jahren abgeschafft wurden. Das war auch ein exzellenter Gestaltungskurs. Und da ist zum Beispiel Frutiger, hat auch so etwas gemacht, hat sich da mehr der Schrift gewendet. Und was ich auch immer mehr sehe, im Speziellen mit dieser Frau Priorin, ist mir das klar geworden, dass die viel offener waren. Die haben irgendwie die Kurse gemixt und sei es aus Notwendigkeit während dem Krieg oder auch aus, sie wollte Bücher machen, haben sie Editorial erfunden, für sie alleine, oder? Und haben einfach die Professoren, die Lehrenden einfach anders zusammengestellt. Wolfgang Weingart ist ein ganz großer Gestalter und ein wichtiger. Er ist ein Deutscher, aber er hat eigentlich die ganze Zeit in Basel an der Schule gearbeitet. Er ist der Nachfolger von Emil Ruder und hat ein riesiges Oeuvre in experimenteller Gestaltung, das wirklich fantastisch ist. Karl Gerstner, denke ich, ist der, der am meisten bekannt ist. Von mir aus gesehen ist Karl Gerstner der Gestalter, der Schweizer Gestalter des letzten Jahrhunderts. Das wird aber meistens nicht gesehen, weil er war Werber, er war Künstler und er war Grafiker. Die Grafiker haben gesagt, das ist ein Künstler, und die Künstler haben gesagt, das ist ein Werber, und die Werber ein Grafiker und so weiter. Er ist letztes Jahr gestorben, hat auch ein enormes künstlerisches Oeuvre aufgebaut. April Grayman, wie gesagt, sie ist die eigentlich erste Computergrafikerin. Und von ihr stammt ein Buch, The Computer is Just Another Pencil, immer noch sehr lesenswert, und hat dann eben diese Ästhetik, das hat ein bisschen diese 70er Jahre Zeit oder Anfangs 80er Jahre und eben mit Los Angeles der Olympiade so den Höhepunkt gewonnen.
Ja, und dann könnten wir noch einen Sprung machen und sagen, wie sieht denn das heute aus? Das hat jetzt gar nichts mehr mit, weder mit Schulen noch mit anderen zu tun. Es ist einfach eine Serie von jüngeren Gestalten oder jungen Studios, die ich ausgewählt habe, wie C2F in Luzern zum Beispiel, mit denen wir zusammenarbeiten, die sehr starke Bilder kreieren, die aber auch kommerziell arbeiten und sich auch ganz besonders im Bereich der Infografik betätigen. Und Sibu Richli, das ist das C und F ist die Fabienne Buri, der Sibu ist eigentlich Dozent in Zürich für Informationsgrafik und so sehr experimentelle Formen. Das ist ein anderes Studio aus Zürich, die heißen Norm. Die haben diese 100 Jahre Schweizer Grafik mit diesen Symbolen gemacht. Sie machen sehr viel Schriften und nebst diesen sehr eher experimentellen Arbeiten sind sie auch sehr kommerziell tätig und das finde ich auch sehr wichtig. Für Ringe zum Beispiel das große Verlagshaus. Das ist eine größere Agentur von jüngeren Gestaltern, die heißt Raffinerie. Sie haben unter anderem das Erscheinungsbild links für das Burgtheater in Wien gemacht und auf der rechten Seite eine kommerzielle Arbeit für Swiss mit dem Swiss-Magazin. Ist eine der größeren und sehr interessanten Agenturen in Zürich. Also eine ganz kleine Agentur, ein Studio, Völm und Walter, das sind zwei Studentinnen von mir, die zum Beispiel solche Editorial-Projekte machen wie links für die Neue Zürcher Zeitung, eine Kinder- oder Jugendlichenzeitschrift, oder sind auch in diesem Slow Food und so weiter Bereich zu Hause. Andere junge Gestalter wie Atlas, auch das, was ich vor allem feststelle, ist, dass sie sehr experimentell für irgendwelche kulturellen Geschichten arbeiten, aber dann gleichzeitig auch kommerziell, das ist für USM, Think the Modular oder Thinking the Module New und das ist ein ganz tolles didaktisches Buch über Planung von Möbeln und Einrichtungen und so weiter. Diese Verbindung von Experiment und Kultur und Kommerz finde ich sehr spannend. Das ist eine sehr eher etablierte Agentur in Zürich, die sehr kultivierte Arbeit machen, sehr stark im Packaging-Bereich sind. Und was man links unten sieht, das ist eigentlich das, was mal früher ein Geschäftsbericht war. Da haben sie jetzt medienübergreifend, es gibt Internet und da kann man die Facts holen und das Emotionale kommt eher über den Print drüber. Das sind auch interessante Ansätze. Das ist eigentlich mein Nachfolger an der Hochschule, der Jonas Vögeli. Und was ich hier interessant finde, das politische Engagement. Das war eine dieser Sagen unsäglichen Abstimmungen in der Schweiz gegen Ausländer und so weiter. Und da haben sich jüngere Leute zusammengetan außerhalb der Parteien und haben mit solchen Kampagnen das gewonnen, zum Glück. Das ist ein anderes Studio oder Agentur, auch Studenten von mir. Sie haben jetzt zum Beispiel Tamedia gemacht, das ist das größte Medienhaus in der Schweiz, aber machen auch so kleinere Packaging-Sachen, interessante Ästhetik, sehr kommerziell, wie sie arbeiten, aber mit einem hohen ästhetischen Anspruch. Das ist etwas ganz Spezielles. Damien Konrad ist ein Gestalter aus Genf, aus Lausanne und er hat diese Kampagne gemacht für das bedingungslose Grundeigentum. Da haben wir auch abgestimmt, ist natürlich völlig in die Hosen gegangen. Aber jetzt beginnt man zu reden über das Thema plötzlich, auch in Deutschland, auch an anderen Orten. Und was ich spannend finde, ist, dass sie mit so einer radikalen Kommunikation aufgetreten sind. Interessant ist zum Beispiel dieses Teil hier, weil in der Schweiz ist es verboten,
Großposter für politische Werbung zu machen. Und Sie haben das dann als Kunst deklariert und es steht ja nichts drauf von irgendeiner Partei oder irgendwas. Und so ist das halt durchgegangen. Oder man konnte nicht dagegen sein. Und was Sie eben auch interessant gemacht haben, ist die Nachkampagne, wo Sie analysiert haben, was die Leute eigentlich gesagt haben, die dafür oder dagegen gewählt haben. Und haben so eigentlich wirklich das Thema, ob man jetzt das richtig oder falsch findet, aber ich finde es ein extrem interessanter Ansatz, ein Thema aufzubringen und mit so einer tollen Kommunikation zu schaffen, dass man drüber redet. Und jetzt kann man immer noch dagegen sein oder dafür, das ist ja egal, aber dass man es schafft, das auf die Agenda zu bringen, das finde ich großartig. Das ist dann andere Sachen. Das Haus der Kunst in München haben sie auch gemacht. Das ist auch dieses Welche Studio. Und da gibt es andere. Das ist auch die Kasper, ist eine Studentin von mir. Sie arbeiten in St. Gallen. In der Provinz ist das schwierig, aber sie machen auch da ihren Weg und haben eine interessante Ästhetik, die sie entwickeln. Andere Gruppe, Hai. Die arbeiten rechts sehr viel in Kultur und links sehr viel mit Signage, Leitsysteme in Zusammenarbeit mit Architekten. Das obere ist eben die Beschriftung unserer neuen Hochschule in Zürich. Die mal eine Joghurtfabrik war, die Toni hieß und deshalb heißt sie jetzt Toni Areal. Das ist ein Studio in Genf. Es ist eigentlich eine größere Agentur. Sie heißen Base Design, sind zum Teil Schweizer, zum Teil Belgier und zum Teil Amerikaner. Sie sind etwa 25, 30 Leute, arbeiten in New York, in Brüssel und in Genf. Hier mit einem Projekt, das habe ich jetzt extra für hier ausgewählt, das ist dieses Ruhr-Triennale, die sie diese Identität geschafft haben, die ich ziemlich interessant finde, also was ich da auf jeden Fall gesehen habe. Dann auch sehr kommerzielle Sachen, wie hier Eastpak, also da wird Packaging und Branding gemacht im knallharten Sinne. Oder dann dieses Redesign von Garandage. Sehr sensible Arbeit, schön aufgebaut auf der Tradition von Garandage. Eine kleine Episode ist, Garandage heißt Farbstift auf Russisch. Das finde ich ein toller Markenname. Ja, und das wär's. Und man fragt sich dann, ja, was... Ist ja alles gemacht und wie geht denn das weiter und was soll denn das und überhaupt und elektronische Medien und Virtual Reality und weiß der Geier was. Es braucht immer eine Botschaft, es braucht immer eine Idee und wir machen immer dasselbe, aber wir machen es immer wieder anders, denn wir machen eigentlich nichts anderes als Botschaften von A nach B zu transportieren. Eigentlich sind wir Transportunternehmer. Dankeschön.